Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Galaxy of Heroes. Nach längerer Zeit mal wieder eine Folge und es geht diesmal um die aktuellen Events. Und zwar ohne Ton, nein, mit Ton natürlich. Ups, jetzt der Ton da. Und zwar gibt es aktuell, Boni für die Tasten, das wollte ich eigentlich nicht machen. Hier, erhaltet zweite Schwestersplitter unter anderem. Also hier die Rebels-Charaktere. Hier diese Gegner hier. Die wollte ich mal machen. Und ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Wir haben auch wieder feste Charaktere. Also verkacken ist hier unmöglich. Bin ja mal gespannt. Diese hartnäckige und listenreiche Dienerin des Imperiums schreckt vor nichts zurück, um die Galaxis von sämtlichen Jedi zu säubern. Ich freue mich, sagen zu können, dass die zweite Schwester einer Inquisitorin des Imperiums an den Holotischen eingetroffen ist. So viel Furcht, die Basisfähigkeit der zweiten Schwester verursacht Spezialschaden, hat eine Chance, ihr Ziel mit einem Stapel Säuberung zu belegen. Ist das Ziel ein Jedi, wird er mit einem zweiten Stapel Säuberung belegt, dem nicht widerstanden werden kann. Säuberung ist ein neuer Debuff, der bis zum sechsmal gestapelt werden kann. Diese Stapel werden durch Inquisitionsfähigkeiten für zusätzliche Effekte genutzt. Oh ja. So, den Rest machen wir einfach mal auf Auto. Hier geht's ein bisschen schneller. So. Im Grunde machen wir jetzt übrigens in dieser Folge nur das hier. Also, wem es nicht interessiert, der kann abschalten. Für alle, die da bleiben, bin ich mal gespannt, wie lange es hier dauert. Und wie gut wir uns anstellen. Gut, ich glaube, die meisten Runden sollten hier nicht so kompliziert sein. Wir wollen ja im Prinzip nur die Splitter haben. Die Items hier. Wie viel gibt es überhaupt? Wieder 5? Vermächtnisrang, was ist das denn? Okay, gibt es auch mal einen Distanztruppler? Okay, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich ob die richtig eingestellt? Ja, bin ich. Die Fähigkeit, soll ich das hier beenden? Der zweiten Schwester fügt dem anvisierten Gegner Spezialschaden zu und eine höhere Verteidigungsdurchdringung. Ignoriert einige der Verteidigungswerte des Ziels. Ist ihr Ziel mit Säuberung belegt, hat dieser Angriff außerdem eine höhere kritische Trefferchance, die Chance, mit einem Angriff die kritischen Treffer zu verursachen und verursacht höheren kritischen Schaden. Also höheren Schaden mit kritischen Treffern. Okay. Mal wieder so weiter. Jetzt kommt ja hier keine Erklärung mehr. Also ich mache ja diese ganzen Videos von diesen Events eigentlich auch nur wegen den Erklärungen, dass man die sehen kann. Und dadurch, dass wir Charaktere auch sehen. Weil ich die Charaktere haben will. Später kriegt man das halt deutlich schwieriger, deswegen. Bei den Events sind sie eigentlich geschenkt. Was machen die da jetzt eigentlich gerade? Wie viele Sterne wir kriegen, ist ja egal. Warte, ich muss mal kurz hier mal klicken. Dass Shark-Team angegriffen wird. Ach, guck mal, Echo ist das. CT210408. Hier, Fives, kennen wir auf jeden Fall auch. Ist ja der Lieblingsklon von vielen, der ja leider durch eine. Eigentlich ist es fast eine Verschwörungstheorie, die ja gar keine ist. Ja, von. Ich glaube, Fox war das, den er erschossen hat. Und Rex ist, glaube ich, auch bekannt. Aus Clone Wars, aus Rebels. Und 10 weitere Dinge hier. So, Nummer 3. Ich verstehe auch gar nicht, ob man das eigentlich fünfmal machen kann. Colonel Stark, ich weiß gar nicht, wer das ist. So. Neue Runde, neues Glück. Jetzt gibt es schon die dritte Fähigkeit noch erklärt. Die Fähigkeit, ihr könnt nicht ewig fliehen, der zweiten Schwester fügt dem anvisierten Gegner Spezialschaden zu. Verbraucht bis zu 5 Stapel Säuberung und entfernt bei ihrem Ziel für jeden verbrauchten Stapel 20%, maximal 100% Zugleiste. Bestimmt, wie schnell ein Charakter erneut agieren kann. Sie selbst erhält für jeden verbrauchten Stapel 10% Zugleiste, maximal 50%. Werden vom. Scheiße. Na, ist egal. Ich wollte eigentlich die Erklärung noch weiterlesen. Aber ich wusste auch nicht, dass es noch weitergeht. Ach, hier, das sind die Rogue One-Charaktere, ne? Das müsste auch Rogue One gewesen sein. Der Typ auf jeden Fall, das ist hier dieser Blinde. Eins mit der Macht und die Macht das mit mir. Wer kennt's nicht? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Die ist aus Clone Wars. Aus diesem Sklavenzeug da. Imagundi, ich weiß gar nicht, wo der war. Das müsste auch Clone Wars sein.
Also man gar nicht weiß, wo die ganzen Charaktere herkommen. Oder irgendein Old Republic, das kann auch sein. So, Rang 4. Jetzt kannst du nur mit Event-Einheiten kämpfen. Gut, ist praktisch, da muss man hier keine Voraussetzung für erfüllen, dann kann das im Grunde jeder. Die einzigartige Fähigkeit der zweiten Schwester, jeder ist entbehrlich gewährt, ihr permanente Buffs, wenn ein Gegner oder ein Imperium verbündet, der besiegt wird. Außerdem verursacht sie höheren kritischen Schaden und ihre Spezialfähigkeiten kann nicht ausgewichen werden, wenn ihr Ziel mit Säuberung belegt ist. Das klicke ich nur einmal, okay. Oh, ein Bossgegner. Alles Bossgegner hier, ne? Ja. R2, den wollte ich mir auch mal holen. Ich weiß gar nicht, ob R2 irgendwas Besonderes kann. So. Das kann jetzt dauern. Dann, ne? Ich hoffe, das ist überhaupt machbar. Da müssten wir eigentlich, weil ich kann ja hier die Charaktere gar nicht wechseln. Wir müssen jetzt mal auf jeden Fall Obi weghauen. Ja. Einer ist schon weg. Das Gute ist halt, es ist ja egal, wie viele Sterne wir rausgehen. Wir können auch mit einem Stern rausgehen, das geht ja auch. Das sieht aber noch ganz gut aus. Oh fuck. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Ist auch noch betäubt, das ist natürlich auch mal ganz gefährlich. Geh weg. Wir haben mal 2. Ja, und weg ist er. Das sind nur 2 Sterne. Was ist das, C3PO oder? Was kann C3PO eigentlich? C3PO kann doch eigentlich gar nichts. Was kann der in dem Spiel? Ja, er verschwindet einfach, okay. Na gut, Sieg. Zwar nur 2 Sterne, aber ist ja egal. Hauptsache geschafft. Vollendet. Rang 5. Oh, Großadmiral Thrawn haben wir dabei. Admiral Piet, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Aber Thrawn ist auch interessant. Am meisten wahrscheinlich bekannt durch Rebels. Ich glaube, der war aber vorher auch schon bekannt. Zumindest, zwar nicht als Großadmiral, aber als Charakter. Die zweite Schwester gewährt ihren Imperium und Inquisitorenverbündeten einen höheren Angriffswert, erhöht den Fähigkeitsschaden. Andere Inquisitionen vor. Inquisition Verbündete haben mit ihren Basisfähigkeiten eine Chance, ein gegnerisches Ziel mit einem Stapel Säuberung zu belegen. Wenn vollständig verbessert sind, alle Gegner in Territorialkriegen zu Beginn des Kampfes mit 2 Stapeln Säuberung belegt und jede Gegner mit Ausnahme von galaktischen Legenden erhalten. Durch einzigartige jede Fähigkeiten weder Gesundheit noch Schutz. Alles klar. Okay, wieder einfachere Gegner anscheinend. Guck mal, Revan. Was ist eigentlich besser, Gold oder Lila? Anscheinend ist Gold besser. Das ist auch immer so eine interessante Frage, wie das bei Spielen so geregelt ist bezüglich der Seltenheit. Bei den meisten Spielen ist es ja so grau, ist so Müll. Dann gibt es noch, was ist danach? So gelb? Ja, gelb ist es eigentlich gar nicht. Welche Farbe ist das? Ne, erstmal kommt grün, genau. Ne, grün ist es, nicht gelb. Grün dann so das eher öftere. Dann, was kommt danach? Blau. Für so etwas seltener schon. Dann lila für das noch seltenere. Dann gibt es noch, was kommt denn danach? Danach kommt dann gelb. Danach dann, oh, ich kann hier sogar noch Charaktere auswählen. Nehmen wir mal hier mal die besten. So. Das ist natürlich interessant. Mittlerweile bin ich übrigens auch bei Blue 6.5. Ich muss sagen, was ich bei Blue 6.5 doof finde. Okay, Automatik können wir hier gar nicht machen. Scheint doch wieder ein bisschen schwieriger zu sein, die Runde hier. Okay, ich muss auf Kanan raufgehen. Hier haben wir im Grunde hier die Staffel aus Rebels. Ich glaube jetzt schon, dass wir die Runde hier verkacken werden. Waren aber viel zu wenig Damage.
Bams. Selbst wenn die immer die Aggro so gegeneinander wegziehen. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich brauche es gar nicht versuchen. Und sobald der erste stirbt, kann ich eigentlich abbrechen. Also wenn da noch keiner von gestorben ist, dann bringst du mich nichts mehr. Deswegen, ja, Kalio, ich schon fast sagen, Ahsoka ist auch schon halb tot. So. Ahsoka ist ja auch ein sehr beliebter Charakter. Gibt ja auch bald eine Serie davon. Oder soll irgendwann kommen. Ich weiß gar nicht, ob die schon angekündigt wurde. Also angekündigt auf jeden Fall, dass sie existieren wird. Ich weiß noch nicht, ob jetzt schon ein Datum oder so schon da ist. Wann es die dann ungefähr kommen wird. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendeiner wieder die Aggro wegzieht. Dann haben wir nicht ein Problem. Er ist wieder hochgeheilt hier. Das ist so ätzend. Also diese Bonuskämpfe sind gar nicht mal so leicht. Kann ein bisschen dauern noch. Dass ich nicht mehr auf Automodus wechseln kann, das stört mich wieder so ein bisschen. Gut, der Automodus, der ist in dem Spiel sowieso ziemlich misslungen, aber habe ich ja schon mindestens 1000 Mal gesagt. Was ich zumindest mal anschalten könnte, das wäre schon mal praktisch. Jetzt sitze ich halt hier und drücke die ganze Zeit diese Knöpfe hier. Ich weiß, ich könnte auch die Tasten hier drücken, aber hier ist nur 1 und 2 belegt, deswegen bringt das auch nicht so viel. Was? Der hat sich hochgeheilt durch die. Dings, ist die Gesundheit gerade falsch berechnet? So ist die Frage. Gehen wir erstmal auf Ahsoka rauf. Ahsoka gegen Ahsoka. Ach, Ahsoka als Fulcrum. Genau. Das war auch aus Rebels. Also die Rebels-Variante ist das einfach. Ich wusste gar nicht, dass diese hier so heißt. Plan B. Und da ist der erste tot und wir wurden aber zum Glück nochmal wiederbelebt. Da hatten wir es gerade mal Glück gehabt, tatsächlich. Ja, sie war auch, aber nur mit wenig Leben. So. Sie hat weniger Leben, deswegen gehe ich jetzt mal auf Hera. So, mal den hier noch rauf. Ich weiß, man kann es hier bestimmt auch mit ein bisschen mehr Taktik beschleunigen, aber in dem Spiel hier, da gehe ich überhaupt nicht auf Taktik. Das will ich einfach noch spielen. Weil es auch gut ankommt. Und weil wir ein bisschen was sehen wollen. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Hat ein bisschen gedauert, tatsächlich. Aber Hauptsache, wir haben es nochmal geschafft und kriegen noch ein paar Mods dazu. Von hier auch noch so ein silbernes Teil hier. 5-Sterne-Charaktere, was brauche ich denn hier? Ah, ich muss den hier auf 5 Sterne holen, dann kann ich mir. Nee. Inquisitorin als Titel holen. Alles klar, aber 5 Sterne kriege ich den Safe nicht. Oder doch? Wieso habe ich denn 400 Stück davon? Wo habe ich denn 400 Stück her? Wir aktivieren sie, würde ich sagen, erstmal. Vielleicht kriegst du ja doch noch 5 Sterne. Das würde mich jetzt aber extrem wundern, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich die ganzen Splitter alle her habe. So, 1, 2 Sterne haben wir da direkt. Schau, wie weit wir kommen. Also, wo ich da so viele Dinge her habe, weiß ich jetzt nicht. Es gab ja nicht so viele. Oder gab es hier erst so viele? Tatsächlich, wir kriegen sie auch 5 Sterne, lol. Muss ich noch ein bisschen hochleveln. Gehe ich jetzt mal auf 50 rauf. Wahrscheinlich wollen sie davon, gehen sie davon aus, dass ich die extrem hochgezogen habe. Was brauche ich hier? Ich kann nur sie mitnehmen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ist jetzt hier so ein 1 vs 1 Kampf ist? Ah. Gegen 85 Vader. Ja, das kann ich natürlich so nicht schaffen. Erstens. Level zu gering, zweitens Ausrüstung zu gering. Naja. Aber wo ich trotzdem die ganze Splitter habe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug ist oder so. Gucken
Guck mal kurz hier. Hier habe ich 0. Hatte ich da schon welche? Habe ich die irgendwann mal gesammelt gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die her sind. So, jetzt machen wir die 9. Schwester. Die erste Runde haben wir durch. Hat schon ganz schön lange gedauert, tatsächlich. Das ist aber mal eine Überlängenfolge. Sie hat Folter, Verrat und Verluste überlebt, um als mächtiges Instrument des Imperiums wieder zu erstarken. Ich freue mich, die skrupellose und robuste neunte Schwester an der Holotisch, den Holotischen zu begrüßen. Der Basisangriff der neunten Schwester zu einfach, fügt dem anwesenden Gegner zweimal physischen Schaden zu und belegt ihn mit einem Stapel Säuberung. Ist das Ziel ein Jedi, wird er mit einem zweiten Stapel Säuberung belegt. Dieser Effekt kann nicht widerstanden werden. An anwesende Gegner kann bis zu 6 Mal Säuberung belegt werden. Anschließend werden diese Stapel von den Inquisitoren verschiedene Effekte genutzt. Okay. Hier können wir auch wieder auf Autokampf gehen. Ich glaube, das können wir auch mal hier so unkommentiert durchgehen lassen. Hier sehen wir jetzt ja nicht so viel. Die Hera mit zwei Sklaventreibern, das ist natürlich auch nicht schlecht. Passt überhaupt nicht zusammen. Aber wann hat in dem Spiel schon mal eine Kombination zusammengepasst? Von daher bin ich da jetzt nicht so überrascht darüber. Jawohl, geschafft. Runde Nummer 2. So. Wir sind ein bisschen mehr Truppen, diesmal allen. Die Spezialfähigkeit, neunte Schwester, meine Zeit nicht würdig. Verbraucht Säuberungsstapel des anwesenden Gegners, verursacht physischen Schaden, Schaden über Zeiteffekte in selbiger Höhe, verursacht zu Beginn der Runde Schaden und gewährt der erneuten Schwester Heilung über Zeiteffekte in selbiger Höhe. Gegen zu Beginn der Runde Gesundheit. Ist der anwesende Gegner ein Jedi, entfernt die erneute Schwester alle seine Buffs. Okay, das ist mal interessant. So, noch Vorteile bezüglich bestimmten Gruppen. Bezüglich Klassen, sagen wir eher Charakterklassen. Gruppen ist ein bisschen komisch bezeichnet. Jawohl, zweite Runde war jetzt, glaube ich, sogar fast schon einfacher als die erste. Vollendet. So, ja, auf den Reiter hier sieht ein bisschen schicker aus. Mara Jade, die Hand des Imperators. Okay, das ist mal ein langer Name. Du Imperator selbst sogar. Die Spezialfähigkeit der neunten Schwester Bodenhammer fügt allen Gegnern physischen Schaden zu und belegt die zwei Runden lang mit benommen. Gegner können nicht helfen, erhalten keine Bonus-Zugleistung und können keinen Gegenangriff starten. Senkt ihre Zähigkeit, die Buffs und Spieler zu aktivieren und ihren Verteidigungswert. Jedi können diesen Effekt nicht widerstehen. Anschließend hält die neunte Schwester zwei Runden lang provozieren. Für jeden Gegner, der mit Säuberung belegt ist und durch diese Fähigkeit Schaden erleidet. Hält die neunte Schwester zwei Runden lang 10% Verteidigung. Stapelbar bis 50%. Alles klar.
Rang 4 müsste das, glaube ich, schon sein. Auch wieder die gleichen Charaktere. Irgendwie ist es so, dass im Gegentempo beschränkende Effekte immun. Er hält einen Gegner einen zugleichen Bonus, bestimmt wie schnell ein Charakter erneut agieren kann. Er hat alle Inquisitoren verbündete bis zum Ende des Kampfes 2% Effektivität. Die Waffe ist schwieriger zu widerstehen. Und 2% Fähigkeit, höhere Chance, die Waffe zu widerstehen. Stapelbar. Ist Gegner ein Jedi, besteht eine Chance von 50% auf einen Stapel Säuberung, maximal 6. In Territorial Kriegen erhalten alle Imperium Verbündeten 20% Verteidigung. Alle Inquisitoren Verbündeten sind immun gegen Fähigkeitenblockade. Kein Einsatz von Spezialfähigkeiten in ihrer Runde möglich. Und betäuben, keine Unterstützung oder Gegenangriffe möglich. Und das Ziel verpasst seine nächste Runde. Alles klar. Was? Yoda Einsiedler? Wo kommt der denn nochmal her? Ist die Dagobah-Variante oder was? Und die nächste Runde geschafft. Tolle Folge. Gut, aber es geht ja nur ums Showcase. Und die letzte richtige Runde. Danach geht es wieder ins Gefecht. So. Für jeden anderen zu Beginn des Kampfes anwesenden Imperium Verbündeten hält die neunte Schwester 5% Verteidigung, maximale Gesundheit und Zähigkeit. Inquisition Verbündete gewähren den doppelten Wert. Leidet ein anderer Imperium verbündeter Schaden durch einen kritischen Treffer, erhält die neunte Schwester eine Runde lang provozieren und 50% kritisches Ausweichen. Ihre Verbündeten erhalten eine Runde lang 20% kritisches Ausweichen, gehören sie ebenfalls Inquisitor an, regisiert die neunte Schwester 5% Gesundheit. Wow, das war schnell. Okay. Das dauert schon ein bisschen länger jetzt hier.
Okay, weitere 10. Bonus. So, nehmen wir mal wieder hier unsere Stärksten einfach mal mit. Das wird wieder eine schön lange Runde sein. Dem haben wir auch noch auf Discord angeschrieben. Ja. Jodas hat sich geklont. Wen gehen wir als erstes? Sind die alle gleich? Ja, sind alle gleich. Fangen wir mal mit Luke mal an. Leider können wir auch hier wieder nicht auf den Dingsmodus gehen. Das heißt, wir müssen wieder hier durchklicken. Gespannt, wie viele Dinge ich diesmal habe. Ich habe diesmal nur 10 gesehen. Pro Runde. Wieso habe ich da letztes Mal so viel gehabt? Hatte ich am Anfang schon so viel? Wo soll ich die her haben? Das Event ist doch gerade erst neu dazugekommen. Ich habe es auch noch nicht gespielt gehabt. Geht ja auch gar nicht, sonst hätte ich mich keine weiteren gekriegt. Okay, auf Obi müssen wir gehen. Hoffe ich. Aber das dauert doch immer so lange. So. Und hier gilt wieder, wenn jetzt einer von mir stirbt, bevor einer von denen stirbt, dann brechen wir ab, weil dann bringt das nichts mehr. Ist schon mein Django, das ist mich fast tot und die Gegner, die haben bisher noch gar nichts abgekriegt. Ah, Django hat sich wieder ein bisschen geheilt. Okay, macht gerade einen auf Tank. Und schon mal gut. Immunität, ach, ich hasse das. Oh, Ausweichen ist noch auch ekelhaft. So, zack, oh, widerstanden. Jetzt muss ich sowieso auf den rauf. Ja, das kann ein bisschen dauern. Jetzt hat er auch wieder hier dieses Tank-Skillungszeug. Oh, der wehrt ja alles ab. So. 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 Und so. Und so. Und einmal nochmal drauf. Komm, Vader gegen Obi-Wan, das ist doch bekannt. Was war das denn jetzt gerade? Hat es geleckt? Jetzt nicht mal die erste Leiste weg. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen ihn noch auf ewig oder bis einer von mir stirbt. Wie gesagt, sobald einer von mir stirbt, dann kann ich sowieso abbrechen, weil dann brauchen wir da nicht weitermachen. Dann stirbt der nächste gleich mit. Okay, jetzt können wir abbrechen. Das schaffen wir hier nicht. Schade. Ich hätte es gerne noch gemacht, aber naja, ist nicht so ganz, nicht so schlimm. Können wir erstmal nochmal freischalten. Okay, jetzt kann ich sie doch nicht freischalten, weil ich die Belohnung jetzt hier nicht sehe. Gut, machen wir nachher. Machen wir noch die siebte Schwester. Okay, mit Sturmtruppe und Magma-Truppe. Obwohl sie die Order 66 überlebt hat, wurde sie eine imperiale Attentäterin, die nur allzu gern bereit war, ihre einzigen Verbündeten zu jagen. Begrüßen wir an den Holotischen die skrupellose und listenreiche siebte Schwester in den Reihen der Inquisition. Da seid ihr ja. Die Basisfähigkeit der siebten Schwester verursacht physischen Schaden, senkt den Angriffswert, verringert den Schaden durch Fähigkeiten und belegt das Ziel mit einem Stapel Säuberung, wenn es noch nicht damit belegt ist. Ein anvisierter Gegner kann bis zu 6-mal Säuberung belegt werden. Anschließend werden diese Stapel von Inquisitionen für verschiedene Effekte genutzt. Alles klar.
So, die ersten 10. Die neuen Elektroschock-Stock. Die Spezialfähigkeit der siebten Schwester fügt den anvisierten Gegner physischen Schaden zu, hält alle Buffs auf und entfernt Zugleiste. Bestimmt, wie schnell ein Charakter erneut agieren kann. Die Fähigkeit liegt jetzt hier außerdem mit Fähigkeitenblockade. Kein Einsatz von Spezialfähigkeiten in seiner Runde möglich. Benommen. Gegner kann keine Unterstützung leisten, erhält keine Bonuszugleistung, kann keinen Gegenangriff starten. Ein Stapel Säuberung und einen weiteren Stapel Säuberung für jeden mit dieser Fähigkeit entfernten Buff. Alles klaro. Die zweite Runde ist mir fast schon einfacher. Ach, das ist die hier mit diesen Droiden. Stimmt. Das erinnere ich mich. Oh, schon geschafft. Und Rang Nummer 3. Kämpfen. In die neuen Feindaufklärungen. Die Spezialfähigkeit der siebten Schwester regeneriert Gesundheit und Schutz des anvisierten Verbündeten. Außerdem verbraucht diese Fähigkeit bei jedem Gegner einen Stapel Säuberung und der veranvisierte Verbündete regeneriert für jeden. Auf diese Weise verbraucht ein Stapel von Säuberungen noch mehr Gesundheit und Schutz. Penne regieren alle Verbündeten Gesundheit und Schutz erhalten kritischen Treffer Immunität, können nicht kritisch getroffen werden und einen höheren Ausweichwert, Chance, feindlichen Angriffen auszuweichen, der jetzt gedacht. Inquisition, Verbündete erhalten Weitblick, weiche dem nächsten Angriff aus, wenn möglich. Ist ein wichtiger Verbündeter ein Mitglied der Inquisition, verkürzt sich die Ablenkzeit dieser Fähigkeit um 1. Also jetzt muss ich hier einen auswählen. Und ich auch mal mich selbst. Das ist interessant. Alles klar. Rang Nummer 4. Reiner. Fähigkeit der siebten Schwester überlegt nochmal, erhöht den Ausweichwert von Imperium Verbündeten. Weichen Inquisition Verbündete aus, regenerieren sie Gesundheit und Schutz und erhalten Vorteile. Der nächste Angriff erzielt garantiert keinen kritischen Treffer, wenn möglich. Eltern Territorial kriegen einen feindlicher Jedi Weitblick, erhalten alle Inquisition Verbündeten ebenfalls Weitblick. Am Ende jeder Runde werden alle Buffs feindlicher Jedis mit Weitblick entfernt, erhält einen Gegner einen Buff. Der siebte Schwester eine Chance von 10%, den entsprechenden Gegner mit Säuberung zu belegen. Ist der Gegner ein Jedi, erhöht sich die Chance auf 20%. Alles klaro. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, was sie meinen, aber naja, ihr versteht es wahrscheinlich sogar besser als ich.
Und Rang 5. Okay, auch wieder hier die Truppen von vorhin. Die Schwester leistet Unterstützung, wenn ein anderer Inquisitionsverbündeter in seiner Runde eine Fähigkeit einsetzt. Die Schwester belegt einen riesigen Gegner basierend auf dem Säuberungsstapel, mit denen er belegt ist, mit Debuffs. Wenn die Schwester als Anführung eines Inquisitionsverbündeten unterstützt, regeneriert dieser Verbündete ebenfalls Gesundheit und hat einen höheren Angriffswert. Okay. Okay, die 10 haben wir. Ich bin jetzt mal gespannt bezüglich Bonus. Okay, ah, hier können wir wieder kein Dings machen. Bin mal gespannt, wie es hier wird. Durch auf Obi rauf, ne? Boah, was ist das denn? Diese Droide hier ganz interessant ist. Hab ich das Gefühl, ich hab gegen Obi-Wan keine Chance. Ja, jetzt hat er sowieso wieder die Aggro. Zwar nur für ein paar Runden, aber ja, für zwei. Aber das reicht ja schon aus, dass es sich im Grunde nicht lohnt, auf andere zu gehen. Weil er sich ja sowieso wieder hochheilen. Auch hier hilft ja das gleiche wie vorher. Sobald einer von uns stirbt, können wir rausgehen, wenn noch keiner von denen gestorben ist. So. Was bringt das eigentlich, das Auswählen? Kriegen das doch sowieso alle, oder nicht? Ja gut, vielleicht sollte man sich auch mal merken, was in den Dingern drin steht. Das würde wirklich Sinn machen. Musste gerade kurz was schreiben. Ah, jetzt müssen wir die erste Leiste weg. Ja, hatte. Und da ist sie wieder weg. Und wieder da. Das Gefühl, wir spielen hier gerade gegen Windmühlen. Oh komm, jetzt weich doch nicht zweimal aus. Bin jetzt stehen geblieben, ist sogar nicht ausgewichen. Das ist Betrug. Ich weiß, wenn ich das B-Wort benutze, dann werde ich gleich wieder ausgemeckert, aber egal. Ich scheiß drauf, weil das nämlich meine Videos sind. Ja? Ist fast besiegt, also wenn wir einen haben, dann haben wir gut, haben wir gute Chancen. Alle von uns leben aktuell noch. Ja, fast alle. Scheiße. Aber wir haben ja schon einen. Das könnte jetzt sogar unser Sieg sein. Ich habe mir auch wieder einfach nur den schwersten Gegner ausgesucht.
Ja, Ahsoka. Yoda. Macht aber keinen Sinn, ihn anzugreifen, wenn er nachher wieder unsichtbar wird. Die beiden Yodas, die sind so ätzend. Komm, Vader gegen Luke, wer gewinnt? Wir sind schon fast tot, das ist das Problem. Scheiße, nein! Ah, Mann. Jetzt können sie natürlich ordentlich durchkontern hier. Müssen auf jeden Fall Luke irgendwie mal besiegen. Ja, okay, ich glaube, die Runde ist gelaufen. Yep, die Runde ist gelaufen. Das schaffen wir nicht mehr. Krieg einfach Luke nicht besiegt, weil er auch ständig ausweicht. Okay, ist jetzt mal ausgewichen. Okay, das können wir jetzt vergessen. Das war's mit Django. So, also den Bonusrang können wir auch hier vergessen. Jetzt haben wir hier noch den. Ah, den hatten wir schon. Welche hatte ich jetzt überhaupt schon? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal kurz durchschauen. Die hatten wir. Die hatten wir. Zweite Schwester hatten wir. Den hatten wir. Ach, der Bruder hatten wir auch schon. Jetzt kommt der fünfte Bruder noch dran. Ja, wie viele Charaktere haben wir denn? Ich wusste, dass es so viele davon gibt. Okay, jetzt sind wir mit den dreien hier. Der skrupellose und mächtige fünfte Bruder agiert in jeder Mission mit dem Fokus eines natürlichen Jägers. Ich freue mich, diesen grausamen Inquisitor an den Holotischen begrüßen zu können. Der Basisangriff des fünften Bruders, ich werde allein gehen, fügt dem anvisierten Gegner Spezialschaden zu und belegt mit Debuffs. Belegt den Gegner mit einem Stapel Säuberung, dem nicht widerstanden werden kann. Anschließend senkt er zwei Runden lang den zündig Zähigkeitswert, geringe Chance, Debuffs zu widerstehen. Einer der Gegner kann bis zu 6-mal Säuberung belegt werden, anschließend werden die Stapel von Inquisitoren für verschiedene Effekte genutzt. So, einmal hier auf automatisch gehen. Okay, erste Runde war eigentlich relativ einfach. Gut, das habe ich mir auch gedacht. Oh, wie lange? Ich nehme schon wieder fast eine Dreiviertelstunde auf, ne? Gut, ich weiß gar nicht mal. Gucken wir uns mal nach, wie lange nehme ich uns schon auf. Naja, 36 Minuten. Aber ist egal. Haben wir hier mal wieder eine längere Folge. Überlassen Sie mir die Spezialfähigkeit des 5. Bruders verursacht Spezialschaden, entfernt alle Buffs und senkt bei allen Gegnern 2 Runden lang den Verteidigungswert. Ferner werden alle Gegner mit einem Stapel Säuberung belegt, der nicht ausgewichen oder widerstanden werden kann. Ist das Ziel bereits mit 2 Säuberungen belegt, wird das 2 Runden lang entblößen. Er hat durch Angriff zusätzlichen Schaden belegt. Dieser Effekt kann nicht widerstanden werden. Alles klar. Rang Nummer 3. Verursacht mit in Dunkelheit gehüllter Spezialfähigkeit des fünften Bruders. Spezialschaden und belegt den Amisigen 2 Runden lang mit verwundbar. Wird kritisch getroffen, wenn möglich. Für jeden Stapel Säuberung mit der anvisierten Gegner belegt es, werden alle Inquisitoren verbündeten Schutzerhöhung und Bonusschutz. Alles klar.
Er hält schon ein bisschen mehr aus hier. Drei geschafft, kommt die vier. Imperium und Inquisition verbündet erhalten über die Anführerfähigkeit des fünften Bruders. Ich spüre die gesuchten Verteidigung und Maximalgesundheit. Ist der gegnerische Anführer ein Jedi, entfernen Jedi Anführerfähigkeiten, die nicht die verbündeten Tempo gewähren. Charakter ist häufig am Zug. Tempo. Erhält ein nicht die verbündete Vergeltung, geht zum Gegenangriff über, wenn er Schaden erleidet. Wird Vergeltung entfernt und er wird stattdessen zwei Runden lang mit Entblößen belegt. Dem Effekt kann nicht widerstanden werden. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ist egal. Okay, nächste Runde geschafft. Dann geht's jetzt zu Rang 5, dem letzten Rang. Ich hoffe, diesmal den Bonusrang schaffen. Ich wette nicht. Kann einfach nur beim ersten Mal geschafft haben. Die sind schon gar nicht mal so einfach. Da braucht man schon sehr hochgelevelte, was bei meiner Spielzeit leider kaum möglich ist. Und die letzten 10. Und dann kommen wir noch zum Bonus. Ich probiere es auf jeden Fall mal, aber ich denke mal nicht, dass wir es schaffen. Ich probiere mal mit dem hier, weil der zumindest den goldenen Rand hat. Okay, versuchen wir diesmal mal mit. Fangen wir mit Ezra vielleicht mal an. Da geht es mit dem einfacher, aber ich glaube, es wird nichts, weil Obi-Wan nachher so die Aggro zieht. Ja, darf ich auch mal kämpfen?
Oh, wie waren sie die Agro? Das bringt nichts. Das Gefühl, ich kann hier gleich abbrechen, weil Ahsoka nämlich schon fast tot ist. Ich bin zwar jetzt versuchen zu heilen, aber ich glaube, das mit dem Gegenheilen bringt nicht so viel. Ja. Wie oft könnt ihr denn wieder angreifen? Ich will auch mal so oft hintereinander dürfen. Sowieso am besten finden wir es einfach so machen würden. Einmal so, einmal so. Nicht, der Gegner greift fünfmal an und man selbst greift nur einmal an. Dieser Wurf ist aber geil. Also vom Aussehen her meine ich jetzt. Okay, ich glaube, ich kann hier gleich abbrechen. So. Ahsoka ist nämlich gleich tot. Komisch, dass bisher noch gar nicht gestorben ist. Das sieht ja nicht mal jemand aggro. Naja, man sieht hier, die KI ist ja einfach nur dumm. Die hätte Ahsoka schon längst besiegen können. Ja, die wartet aber immer nur darauf, dass... Och nee. Am stärksten kommt natürlich ein Ausweichen. Klar. Oh, das war mir jetzt gut. Oh, ich darf auch mal mehrmals angreifen. Was, so oft auch noch? So oft auch noch? Ja, gar nicht. Ich muss so oft angreifen darf. So. Okay, das war's mit Ahsoka. Können wir beenden. Bringt nichts mehr. Wie ich es mir schon gedacht habe. Naja, ich glaube, den kann man doch wirklich nur schaffen, wenn man eben so viel Glück hat wie vorhin. Oder eben, ja, wie wir es ja gerade eben gesehen haben. Nur wenn man eben die entsprechenden Charaktere hat. Und nicht so wie ich, eben nur halb gelevelt. So, zwei Sterne haben wir. Ich glaube, auf drei kommen wir noch. Genau. Zu den Hochleveln mache ich dann nachher noch. Muss erstmal die Charaktere erstmal freischalten. Nehmen wir die siebte Schwester, die ist auf jeden Fall bekannt aus Rebels. Das ist die mit diesen Droiden. Taucht, glaube ich, das erste Mal in dieser Folge mit diesem dunklen Schiff da auf, mit diesem Geisterschiff. Ich nenne es zumindest immer so. Auch wenn es eigentlich keins ist. So, fünfter Bruder. Was mit den ersten bis vierten passiert ist. So, 20.000. So, zurück. Haben wir noch einen? Nope, das war's. Gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall mal fertig mit der Folge. Ich habe jetzt hier eine knapp dreiviertel Stunde knapp aufgenommen. Ja, ein bisschen mehr als eine dreiviertel Stunde sogar. Wird jetzt eine etwas Überlängenfolge, aber ich wollte auf jeden Fall das Event noch zeigen, weil ich die Charaktere haben wollte. Und den Rest habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ne, genau. Das heißt, wir können noch nichts mehr machen. Euch aber Zeit und möge die Macht, wenn ihr das seid. Ciao.